Nein, die verstehen das gleich durch unser Spielen. Nein, nein, es gibt schon gewisse Richtlinien, auf die man achten muss, wenn man etwas auf Twitch streamt und dass Leute das nachvollziehen können, und die ignoriere ich natürlich komplett. Und wir alle. Hast du gerade was gesagt? Das habe ich ignoriert. Okay. Also ich, der Tinkerer, werde mich jetzt ziemlich weit Richtung Archer und weg von der übrig gebliebenen Kanone bewegen. Ich werde mich relativ früh bewegen, und hoffe, dass sich der Crackhart, der Michel, nach mir bewegen wird, damit er den Schuss der Kanone einsteckt und nicht ich. Ich werde in dieser Runde außerdem eine Bombe auf das Hindernis werfen, das sich in dem Raum mit den Archern befindet, und dieses zerstören. Und werde in der nächsten, ist in der nächsten Runde ist geplant, dass ich rumstehe und Leute heile. Mit fünf, Gut, also nein, Zahlen darf ich dann. nicht sagen. Mit einmal sehr viel und einmal mittel viel Heilung. Wobei ich noch andere Optionen auch habe. Ich habe nur noch insgesamt fünf Karten im Umlauf, mit denen muss ich auskommen. Da werde ich nur noch discarden, wenn ich Rests mache. Ich habe auch nicht viel mehr Karten als 6. Ja, Aber das gut. macht einen Dann Unterschied, bleibe das ich ist schon einfach gut. da, wo ich bin. Dann bewege ich mich gar nicht. Weil ich habe nur 2 Leben. Es macht Sinn, in den Raum zu gehen für mich. Ja. Und Ja, vor rot. allem deswegen, die Archer haben momentan keinen Fokus. Wer auch immer dahin latscht, also ich werde, wenn ich dahin gehe, wo ich vorhabe zu gehen, und wenn die Archer normale Reichweite haben, werde ich in den Fokus des vorderen Archers sowieso geraten. Dann werde ich, wenn sie vor allem Reichweite größer haben sollten, das sehen wir, dann muss ich mein Zuge adaptieren. Wir haben eine große Und Reichweite, 5. ja, Das heißt, genau. hier reicht, wenn man vor der Tür steht. Und Das ist wenn's, eine manchmal Wüste. haben sie plus eins auf den Karten. Der René ist noch unsichtbar, wobei, ich sag's für alle, ich glaube, ich habe es René vorgestern gesagt, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben einen Fehler gemacht. Wenn du dein Reviving Aether spielst, mit dem du alle Lost Karten wieder auf die Hand kriegst, inkludiert das wirklich nur deine Handkarten und nicht deine Gegenstände. Das heißt, du hättest eigentlich den Unsichtbarkeitsmantel nicht wieder zurückkriegen dürfen, den du schon mehr einmal verwendet hattest. Wenn du jetzt ein zweites Mal verwendet hast. Wir können das nicht mehr, wir können das jetzt eh nicht mehr rückgängig machen. Wir waren dafür letzte Runde sehr streng, dass, weil ich einmal zwei Karten mit der verkehrten Reihenfolge gespielt habe. Das gleicht ein bisschen aus, aber in Zukunft werden wir das beachten. Da werden dann zwei Archer hoffentlich Geld liegen lassen. Zwei Archer, die übrigens immer noch auf maximalen Lebenspunkten sind, wie ich sehe. Da hast du, glaube ich, irgendwann gepatzt. Also übrigens, so meiner Strategie versuchen, ich habe 2 Runden, jetzt werde ich mich langsam hinbewegen und versuchen zu überleben, die 2 Runden. Und nachher einen Long Rest zu machen. Das passt aber ganz gut. Wir müssen aber schauen, dass wir in dieser Runde, wenn die Archer da weiterstehen, werden wir uns die nächste Runde auch noch ordentlich behalten. Aber ich sehe nicht, wie wir sie jetzt wegkriegen. Oder nächste Runde. Na warte, mir fällt was ein. Ach so, nein, ich brauche die Heilung. Ich kann noch nicht reingehen. Alles klar. René, ich sage mir, es besteht ein Risiko, wenn du nächste Runde deine Long Rest machst, dass du dir insofern wenig nützt, weil du von Archon behakt wirst, weil deine Unsichtbarkeit im Weg ist. Eine Short Rest machen. Michel. Okay. Michel, nur sicherheitshalber, du bist jetzt nicht zu früh dran jetzt in dieser Runde, oder? Weiß es ehrlich gesagt nicht mehr auswendig.
Ja, das stimmt, ne? Wenn du direkt neben sie stehst. Jungs, ich habe noch etwas einzuwenden. Michi, das ist wichtig, wenn, dass du nicht zu früh dran Ich bist, sonst. bin relativ früh dran, aber nicht extrem früh. Also, Kannst du es andersrum machen, die Karten? weil. Weil, wenn du vor mir dran bist, ziehst du weg und dann behaart die Kanone mich und ich habe drei Lebenspunkte nur und keine Rüstung oder irgendeinen Schutz. Und wenn mich die auf Null runterbombt, dann muss ich noch eine Karte abwerfen und das wäre ein Desaster. Warte mal. Ja. Ich kann dich nächste Runde auch heilen, Michi. Muss dann nur schauen, wem ich mehr Heilung gebe, dem anderen oder dir. Muss man so, ich habe es so gemacht, dass ich relativ flexibel bin. Das heißt, theoretisch könnte ich dich heilen. Wie viel Leben hast du? Ich Drei. habe drei. Ja, du wirst auf jeden Fall dich bewegen müssen. Ja, pass auf, Das warte mal. Ich habe aber auch Wichtigere ist nicht, dann ich hinten habe ins aber auch nicht mehr Atomkraft. viel Leben, gell? Ich weiß, du hast vier. Ich Und werde mich heilen wollen. Ich kann aber eine Karte raushauen, die spät beginnend ist. Das kann ich machen. du hast sechs Und Leben, nicht vier. ich sechs? Michi Ich hat habe vier. vier. Vier, okay, alles klar. Stimmt. Ich werde eine Karte, okay, dann komme ich. Ich komme jetzt relativ spät dran, ne? Ja, das ist auch für dich ein bisschen, nein, wenn du dich nur um zwei bewegst, macht es Hartmann, einen ich muss dir Unterschied. noch was sagen, was Wichtiges. So. Also, wir brauchen eigentlich noch drei Bomben, wir haben aber nur zwei. Eine brauchen wir für die Tür. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in dem Raum noch eine Kanone drinnen ist. Also, ich weiß nicht. Vielleicht ist sie nicht drinnen. Und wenn das so ist, dann schaut es schlecht aus. Wenn jetzt eine Bombe für die Tür und eine Bombe für das Hindernis verwendet wird. Du, es kann sogar sein, dass in dem Raum irgendwas zerstört werden muss, was man praktisch, so wie die Tür, man nur mit einer Bombe gescheit wegkriegen kann. Und wir haben nur noch zwei Bomben. Ja, Einer nur der René, einer ist du. das Problem ist, dieses Hindernis muss weg. Über die Stiegen kommen wir nicht dran an die. Ich glaube, bei Bewegen sind wir alle schon sehr eingeschränkt. Bei Jump sind Karten, die man verliert, und die haben wir alle schon mehrfach eingesetzt, die werden bei uns alle am Lost bleiben. Ich habe keinen Jump. Ich hatte schon, übrigens, analytisch betrachtet, wir haben einen Fehler gemacht. Zwei von uns sind im vorigen Raum über diese Pits rübergesprungen und zwei sind immer dumm gelaufen, und dadurch haben wir uns extrem aufgeteilt, und das war sehr von Nachteil letztes Mal. Ja. Ich glaube, es wird knapp. Okay, haben wir alle unsere Karten? Ich schaue jetzt nochmal die Notizen, die wir uns da gemacht haben. Ande, Initiative möglichst nach den Archern. Nein, das Ah! war nur für den Fall, dass ich reingehe. Aber ich gehe nicht rein. Ich habe zu wenig Leben. Ich kann nicht reingehen. Naja, warte mal. Genau. Das war ja die Idee. Du pfeifst auf dein niedriges Leben und hoffst auf die Heilung. Sondern die wird nämlich von mir halbwegs früh kommen. Na gut, dann kann Wenn ich das du, schon, du musst ja. nur schauen, dass du dich sehr spät bewegst. Das kann ich machen, ja. Es ist Reingehst nur. und dann Angriff machen. Weil vielleicht schaffen der René und du einen Archer wegzumachen. Das wäre sehr wichtig. Angriff ist die beste Ich komme Verteidigung auf jeden trotzdem Fall. nicht ganz hin. Und deshalb, also ich habe einen Angriff mit Range, aber der ist nicht sehr stark. Aber würde sich ausgehen, dass du ihn erreichst? Ja, erreichen würde ich beide. Also ich könnte mich dann René, konzentrieren auf eins. greifst du an? Schaust du noch einmal? Naja, es wäre wichtig, wenn wir Chance hätten, jetzt einen Archer wegzukriegen, wäre das für die nächste Runde sehr wichtig. Weil sonst stehen wir mit den ganzen Longrests und Heilzaubern nur rum, heilen uns und werden gleich wieder runtergeschossen.
Du wolltest spät drankommen, auf jeden Fall. Einen Angriff überstehst du noch dank deiner Frostarmor, gell? Okay, dann mache ich das. Ich gehe rein und ich greife einen Dienst an. Und ich bin am Spiel dran. Das Ja. lässt sich machen. Also, Ja. die Stiegen raufbewegen und angreifen. Ja. Ich meine, das kann eh jetzt alles komplett durcheinander geraten, wenn die Archer zum Beispiel wahnsinnig spät dran sind oder so, oder Reichweite plus eins haben. Dann müssen wir sowieso umplanen. Okay, sind wir alle soweit? Gut, ich decke meine auf. 34. Michael, nicht auch noch rum? Andi hat 87, ich drehe eine andere Karte auch um Andi. Der Michi dürfte AFK sein. Ich drehe seine Karten trotzdem mal um. Hat jetzt 75 als Initiative. Und ich drehe jetzt für die Archer eine Karte. Okay. Ha, das ist günstig. Das ist eine günstige Karte. Sie haben zwar Movement, aber sie haben vor allem Angriff ihrerseits. Das ist sehr wichtig. Und ihre Reichweite ist nicht größer. Aber, das ist ein Nachteil, sie werden möglicherweise Richtung Andi hinziehen. Nein, sie werden nicht genügend Movement Points haben dafür. Sie haben keine Movement Points. Sie haben zu wenig, um auf die Stiege zu kommen, glaube ich. Weil sie haben nur Movement. Dort. Ja, nur Movement 1. Das heißt, naja, aber Naja. das Hindernis wird weg sein, oder? Wann kommen Sie denn dran? Also Nein, kommt weil vor mir dran. ich, ja, weil sie Hindernis ist vor mir noch dran dran. sind, sie werden sich nicht Okay. bewegen können, ja. Dann sie bleiben Wir können dort. das, ja, wir können das jetzt. Naja, Ja, stimmt. du hast recht, ja. Sie können auf die Stiegen, aber das war es auch schon. Auf eine Stiege können Sie gehen. Ja, aber das Einer kann reicht. auf eine Stiege gehen. Entschuldigt, mein Kleiner ist gerade aufgewacht. Ja, kein Der ist Problem. krank. Oh, die sind alle irgendwie krank. Wie geht's denn der Sarah heute? Ganz kurz. Das ist gut. Michi, wir haben deine Karten aufgedeckt und unsere auch alle. Ich bin mittelfrüh dran, ihr seid alle drei relativ spät dran und die Archer sind als erste dran. Nur, wir haben sie eh gut. Ah ja, genau, die können wir nicht. Jesus. Ja, mach was. Tech null. Das ist vor Michi, gell? Nicht Aber das schlecht. ist natürlich schlecht, ja. War jetzt natürlich klar. Ich hätte einfach dabei bleiben sollen. Ja, Ich rückblickend. hatte. Ich wäre. Naja. Ja, das ist. Bei diesem Szenario, glaube ich, macht er das Nein. absichtlich. Ja, genau. Es fällt schon auf. Jedes Mal. Ich mache alles Worst-Case-Szenario. Ja, es könnte Warte mal, ordentlich mein wehtun. Kleiner wieder. Ja. Wir werden jetzt trotzdem ohne Micha mal die Archer abhandeln, weil die machen nicht sehr viel. Die bleiben nämlich, die können nicht in Reichweite vom Andi. Der Andi ist ihr Fokus. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Es fängt Elite Archer 2 an. Und
der hat keine, also der hat keine Möglichkeit, den Andi zu erreichen oder in Reichweite von ihm zu kommen, auch wenn er unendlich viele Bewegungspunkte hätte. Dann würde er jetzt stehen bleiben, oder? Richtig, er bleibt stehen. Er könnte zwar auf die Stiege sich bewegen, aber das ist er genauso weit weg als da, wo er jetzt sowieso ist. Ja, genau. Das heißt, er bleibt stehen und mit Reichweite 5 Und erreicht er greift ihn mich einfach nicht. an. Ja? Und nein. Ja, stimmt, er kann ihn nicht Spielst du das erreichen, egal Gleiche? was er macht. Nein, weil ich mir denke, das Wieso? Feld zwar verstiegen ist, ein Feld mehr. Das schaue ich jetzt schnell nach, aber da, dass das eine Feld mehr geht, wenn er nicht hinkommen kann. Ja, mir auch. Aber Disadvantage. So, ja, du entschuldigst willst du. Disadvantage zu beinahmen. Kein Ja, Problem, Michael. So, ja. is there a valid path with infinite movement to at least one unoccupied edge from which to perform an attack? Nein. Monster has no focus and does not move. Nein, er bleibt wirklich stehen. Beide Archer bleiben stehen und greifen niemanden an. Der Teil zumindest ist gut gelaufen für uns. Und ich habe die niedrigste Initiative von uns und fange dann an. Mein Plan ist es gewesen, ich muss mir dann noch sagen, ob ich was anpassen sollte von dem, was jetzt passiert. Entschuldige, Mit ganz Move. kurz nur, warum bewegen sich die Archer nicht? Weil sie keinen Weil Fokus haben. Ah. sie können mit Okay. Movement nirgendwo hin, weil sie Ah, okay. Obstacles überall haben und sie erreichen niemanden. Das heißt, Das sie heißt, bleiben sie würden stehen. normalerweise ein Feld vorrücken, würde ich sagen noch. Ja, wenn sie einen Pfad zu irgendeinem Ziel hätten, aber das haben sie nicht, weil der René stellt Ah, ein okay. Obstacle dar. Und sag mal, wenn sie Ja. einen Fokus bekämen durchs Bewegen, würden sie sich dann bewegen? Natürlich. Ja. Wenn Na, du in da habe ich aber Reichweite natürlich. kämst, Ja. dadurch, dass sie ein Feld vorgehen, würde einer von den beiden ein Feld vorgehen. Oder irgendjemand anderen erreichen würden. Aber sie erreichen niemanden, egal was sie jetzt machen, und deswegen bleiben sie stehen, weil sie auch keinen, auch wenn sie unendlich, mit unendlich viel Movement irgendwo hinkämen in Reichweite, würden sie sich bewegen, aber das können sie auch nicht. Okay. Ich werde die untere Hälfte von Ink Bomb verwenden. Das ist Move 4. Das ist meine letzte gute Movement-Karte, die ich überhaupt habe. Und werde mich direkt vor die Tür bewegen. Hierher. Hier Und dann werde ich mit der, vorbei. mit der oberen Hälfte von Reviving Shock werde ich meine Bombe auf das Hindernis werfen, um das zu stören. Weg ist es. Dieses hier. Weg ist die Bombe. Ja. Okay, ich unlocke das Hindernis. Ich entferne das Hindernis. Du entfernst die Bombe, meine Karten kommen auf den Discard-Pile und mein Zug ist beendet. Hier, Ja, leider ich nicht glaube, die fünf. Kanone ist dran und jetzt muss der Michi hoffen, dass sie schlecht zieht. Du hast, deine Lederausrüstung ist nicht aktiviert, aber momentan. Dann ist genau. So, die macht wie viel Schaden? Drei, oder? Ja. Wenn Die ich ziehe mal Kanone? eine Karte. Sie, na, nein, sie, ach so, ja, Blödsinn. Zuerst kommt der Angriff, dann kommt der Schaden. Zieh zwei Karten. Sie hat diese zwei, das ist ein Null bei dir. Sie hat Disadvantage. Okay, zwei Nuller gezogen. Ich würde dann, nein, 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 nimm den Schaden nicht, Michi. Du musst deine Karte abwerfen. Außerdem hast du ein Reptilien aktiv, ja? Ja, er, genau deswegen muss er eine Karte Ja. abwerfen. Sonst müsste er sie nachher auf die 2 Damage abwerfen, die auf 1, so ist auf 2. Du hast ja Reptiliert, oder Michi? Also ich muss aber, ja, aber das funktioniert nicht. Retaliate funktioniert nur bei Nahkampfangriffen. Haben wir Das ist ein letztes. Nahkampf, weil du stehst ja daneben. Nein, Nein, das haben wir letztens die wir Diskussion hatten schon das gehabt. Thema letztes Mal schon. Okay, Es ist immer noch ein okay. Fernkampfwaffen. Von der Hand kann ich es abwerfen, oder? Eine aus der Hand oder zwei vom Discard-Pile, aber du willst natürlich aus der Hand Einer abwerfen. aus der Hand, ja. Super schlecht, jetzt muss ich früher meine Long Rest machen, aber ja. Okay. Gut, das heißt, ich bekomme dann nochmal zwei Schaden. Ja.
Die Kanone ist fertig. Natürlich auch blöd, weil sie ganz knapp vor dir dran war. Und du bist das nächste dran. Michi. Ich werde mich zwei bewegen mit Avalanche und mit Rumbling Advance werde ich mich um vier heilen. Ich bin ein paar Sekunden weg. Zwei, ich heile mich um vier. Eins, Jetzt ist zwei, gerade der drei, Michi dran vier. mit 75. Die gehen alle auf Art. Ja. Das heißt, ich habe nur eine Karte auf der Hand. Aber du hast 6 im Discard. Ah, Moment, das ist die Verfall. Oh, Entschuldige, Ach so kurz. so. Nein, ich habe 4 auf 4. Die sind alle lost. Lost, ja. Ja. Lost-Karte. Wo ist so viele Lost-Karten eigentlich? Habe ich Ja, da vielleicht einmal schon falsch gelegt? naja, Crushing Grass hast du jetzt gerade draufgelegt auf den Warte Lost mal, Card, da, die will ich bin übersehen. schon wieder Warte, da. ich bin Ja, wieder da. bis gleich. Ja. Ja! Aber der Michi ist eh fertig. Gott. Das ist da. Das Andi hat Nein, der René kommt 82 dran. und der René hat 83. Du bist hin und rausziehen. Was, du machst jetzt. Fire Du machst Orbs jetzt. Angriff macht keinen Sinn mehr. Entschuldige, das ist jemand. So. Sag mal, Partner. Ich glaube, ich habe irgendwann, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Also die, warte mal ganz kurz. Warte, wir machen gerade sehr viele Dinge gleichzeitig. Fangen wir mit Michi mal an, ganz kurz. Andi, wir machen das mal. Michi, die drei Karten, die du hattest, schauen alle für mich danach aus, als ob du sie wirklich mal genutzt hättest Nein, ich dafür. habe gerade mit der einen Karte Unstable, Unstable. Unstable, was auch immer das heißt, Upheaval. Da kann ich mich erinnern, da habe ich nur Movement 2 verwendet. Das war im Zug davor, weil dass eben nicht die Karte da drauf landet. Okay, dann gib die auf den Und Discard genauso Crushing Grasp. Die Attacke, nein, das, ja, die Attacke habe ich. Nein, Crushing Grasp hast, nein, die hast du jetzt gerade abgeworfen, um die drei Schaden zu verhindern. Nicht? Richtig, ja, richtig, ja. Also die bleibt bei Lost. Warte mal, das sind wie viel? Zwei, zwei. Aber Michi, während wir. Eine Bitte, Michi, während wir jetzt die Züge vom René und vom Andi machen, schaust du auch deinen Discard-Pile durch, ob du da vielleicht irrtümlich eine Lost-Karte draufgeworfen hast. Versuchst du mal, dich zu erinnern, was du letzte Woche gemacht hast, wenn du das in die eine Richtung Ich bin mir verkehrt ganz machst. sicher, dass ich die habe ich die Fernattacke verwendet. Das Nein, war's. Das, es passt schon. Nur, dass du ja. jetzt noch mal durchschaust, eine Minute Ich oder weiß es so. jetzt schon, ich habe Ja. da extra die nicht ausgespielt, sondern spät letztens schon. Ja, nein, Weil. mach du das selber für dich, es wird schon passen, ja. Ja, aber Und ich habe keine. kontrollier es nur noch mal durch einfach. Ich weiß Michi, es, ich du habe. musst Warte nicht Karten ganz einzeln kurz, ganz. wegtun. Ja, ganz kurz. Ich habe einen Short Rest gemacht. Kann ich mich erinnern bis jetzt. Das heißt, eine Karte muss dort liegen. Und du hast keine einzige Karte verwendet, dass du sie für ihre Die, oh Fähigkeit ja, abwerfen die Move musstest. mit 5 Move, die liegt Da doch da. müssten jetzt drei Lost-Karten liegen, weil die dritte hast du jetzt gerade für die Abwendung der drei Schaden hingelegt. Genau. Drei Karten müssten im Lost-Pile damit sein. Genau, und das war die mit dem Loot, dieses. So, Ja. passt jetzt, passt. Ja, okay, super. Andi, was wolltest du fragen? Bevor wir den nächsten Zug machen. Wichtig wäre es, wenn du mich heilen möchtest, das mach mal im nächsten Zug, aber ich fahre jetzt nur rein, wenn ich geheilt werden kann, dann nächste Runde, relativ früh. Du wirst Also, relativ früh, aber nicht garantiert vor dem Angriff der ja. Archer. Nur der René ist im Fokus von den Archern. Ja.
Deswegen, das sollte es, außer sie haben ein Target 2, dann hättest du ein Problem natürlich. Ja. Na gut, mach mal einfach. Kann sein, dass ich dann. Wir müssen auch Risiken inzwischen in Kauf nehmen eigentlich, weil Ja. wir haben Ja. echt Zeitnot. Ja. Hartmann, ich sag's jetzt nur nochmal, wir haben, ich weiß nicht, was im letzten Raum so ist, ja, aber wir haben nicht unbedingt Zeit noch. Es können ja zwei Spiele rausfallen. Ja, Wir haben stimmt, noch ne? immer zwei Melee-Kämpfe mit sehr vielen Karten. Also, ich weiß nicht, was du für die ganze Zeit einen Stress machst und das reißt uns immer mehr rein. Möchte ich nur mal gesagt haben, ja. Okay, je weniger Karten man hat, desto mehr muss man resten, desto weniger kann man machen. Ist mir bewusst, ja, aber jedes Mal haben wir zwei Entscheidungen, also wir haben jetzt zwei Entscheidungen gemacht, wo wir fürs nächste Mal einfach nur, wir rushen zu viel und sind dadurch noch mehr getrennt. Wie gesagt, ich glaube, dass der Kernfehler war, dass wir uns getrennt haben. Zwei Leute gerusht und zwei Leute haben länger gebraucht. Wenn wir alle gemeinsam gerusht, vor allem an der Kanone vorbei hätten, wenn wir, und an den Archern, oder Aber Archer das wurde geht, weggekriegt, hat weil man, da, das geht nicht. es ging da nicht, ja, das haben wir nicht durchgedacht gehabt. Okay, Grundsätzlich ist wurscht. das Rushen, glaube ich, eine wichtige Sache in dem Spiel. Ja. Wir sind nächstes Mal auch schlauer. Wir haben es jetzt erstmals ausprobiert. Ja, Wir kennen den müssen wir Mechanismus mal noch nicht. anmerken. Ja. Nein, du hast, ja, aber eine Sache auch, gerade was bei uns beiden schiefgegangen ist, ist ein bisschen ergebnisorientiert auch. Da ist einfach viel schiefgelaufen, da haben wir Pech gehabt, Passt. glaube Wir können den nächsten, also ich. Ja, der den René nächsten, also, schließt ja. seinen Zug ab. Du ziehst deine Karte, glaube ich, eine Angriffskarte, oder? Mhm. Das ist sehr gut. Hast du deklariert, welche Archer du angreifst? Okay. Ich ziehe die drei Punkte ab. Wenn ich schaffe. Sehr gut, René. Ja, dann komme ich dran. Ja. Machen wir 4. So, Feuerenergie haben wir schon im Raum. Die hat der Michi gesetzt. Das heißt, deine. Achso, du hast gar keine Feuerenergie gemacht. Ja. Noch ein anderes Dann Feuer. mache ich einen Effekt 3 auf die Range 3. Das heißt, ich werde jetzt auch auf den Zweier losgehen. Mit etwas Glück. Genau. Naja, ich mache zumindest 3 Schaden. Ja. Werde noch ein Leben. Ja, mit etwas Glück ist er nächste Runde weg, bevor er da ankommt. Das wäre gut. Sehr gut, ja. Ja. So, wir schließen jetzt diese Runde ab. Wir mischen alle Decks, die gemischt gehören. Das ist mal das Monster-Angriffskartendeck. Dann das Monster-Ability-Card-Deck. Das ist so eine andere Karte, aber das wird auch gemischt. Ja. Genau. Ja, in der Artillerie. Von unseren Angriffskartendecks wird, glaube ich, nichts gemischt. Die Feuerenergie geht um 1 zurück. Und jetzt sollten wir uns überlegen und können auch diskutieren, wie wir das mit den Rests anlegen. Sag mal, die Feuerenergie ist jetzt schwächer oder ist sie einfach nur jetzt kürzer verfügbar? Nein, sie ist nur noch nächste Runde verfügbar. Ja, okay. Aber sie wird immer noch voll genutzt, wenn du sie einsetzt. Es ist jetzt so, ich werde am liebsten oder standardmäßig zwei Heilungen jetzt machen. Und zwar Ranged Heilungen mit halbwegs großer Reichweite. Und ich könnte mittelfrüh dran sein. Leider nicht allzu früh. Und Erreichst wer du mich weiß. da noch? Atma, erreichst du mich da noch? Wenn du dich nicht bewegst, erreiche ich dich. Und wenn ich mich um ein Feld bewege, erreichst du mich nicht mehr. Ich Okay. glaube nicht. Du glaubst nicht. Nein, dann muss ich stehen bleiben. Ja. Aber wenn ich stehen bleibe, boah, kann ich nicht angreifen, genau. Ich muss machen. Bewegst, ne? Du heilst zweimal, Hartmann. Du bewegst dich gar nicht. Ja. Aber das ist jetzt echt blöd. Gott, oh Gott. Ich muss schauen, wie ich mich Naja, schiebe. nein, pass Ja, auf, Andi, komm. wir können auch etwas ändern, pass auf.
Ich könnte es auch so machen, ich könnte mich zwei in den Raum hinein bewegen und nur einmal heilen, nämlich dich, und dann heile ich den Michi jetzt noch nicht. Das ist aber ein Problem. Der Michi, also der hat sich jetzt selber geheilt. Aber der wird noch einmal von der Kanone beschossen.